diesem Film ist Sabahattin Ali so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Sabahattin Ali. Ich wurde 1907 in Bulgarien geboren. Ich habe meinen Namen vom Prinz Sabahattin, dem engen Freund meines Vaters. Meine Eltern waren freidenkende Menschen. Mein Vater war Soldat. Er nahm an vielen Kriegen für sein Land teil. Meine Mutter liebte es, Romane zu lesen. Sie war auch ein Hafiz. Mein Schulleben verbrachte ich an Orten, an denen mein Vater Dienst hatte. Deshalb habe ich viele Schulen gewechselt. Während unserer Zeit in Çanakkale war unsere Schule kriegsbedingt ohne Lehrer und wurde geschlossen. Aber mein Vater und seine Freunde besuchten unseren Unterricht als Lehrer, damit ich mich weiterbilden konnte. Die Zeit, in der wir in Çanakkale lebten, war sehr schwierig. Feindliche Schiffe bombardierten die Stadt und wir hatten große Angst. In solchen Momenten versteckten mein Bruder und ich uns unter der Decke. Dann sind wir nach İzmir gezogen. Aufgrund der griechischen Besatzung konnten wir hier jedoch nicht allzu lange bleiben. Dann gingen wir nach Edremit, dann nach Balıkesir. In der Zwischenzeit habe ich angefangen, auf die Lehrerschule zu gehen. Während meiner Schulzeit verkaufte ich Socken und Taschentücher, um meiner Familie zu helfen. Mein Vater hatte das Militär verlassen und mit dem Handel begonnen. Ich half meinem Vater am Marktstand. Aber er gab mir Stift und Papier und bat mich aufzuschreiben, was ich dort sah. Mit der Ermutigung meines Vaters liebte ich das Unterrichten und die Lehrer so sehr, dass ich unterrichtete, wenn unsere Lehrer nicht anwesend war. Zusammen mit meinen Freunden von der Lehrerschule haben wir eine kleine Zeitung herausgegeben. Meine ersten Gedichte und Geschichten wurden in dieser Zeitung veröffentlicht. Neben der Schulzeitung schickte ich auch Artikel an Literaturzeitschriften. Ich führte auch Tagebuch, las Romane und ging, wann immer konnte, ins Kino und Theater. Als mein Vater starb, ging ich zuerst nach Ankara zu meinem Onkel. Dann begann ich in Yozgat als Lehrer zu arbeiten. Ich liebte es zu unterrichten, aber ich konnte Yozgat nicht so sehr lieben. Dies war ein karger Ort. Meine Tage waren einsam und unruhig. Ich habe Istanbul so sehr vermisst. Häuser, Straßen, Menschen und das Meer gingen mir nicht aus dem Sinn. In jenen Jahren war die Zahl der Fremdsprachenlehrer in unserem Land sehr gering. Das Ministerium für nationale Bildung würde Schüler nach Europa schicken, um Fremdsprachenlehrer auszubilden. Ich habe auch die Prüfung dazu gemacht und gewonnen. Ich war sehr froh. Ich wollte nach Deutschland gehen und deutsche Sprache und Literatur lernen. Nach einer langen Zugfahrt bin ich in Deutschland angekommen. Ich habe mich in einem Haus niedergelassen. Das war eine ganz andere Welt für mich. Ich habe sofort angefangen, auf eine Privatschule zu gehen, um dort zu lernen. In meiner Freizeit ging ich in Museen und studierte die Gemälde berühmter Maler. Meine Tage waren sehr voll. In der Zwischenzeit habe ich fleißig gelernt und mein Deutsch verbessert. Deutsche Literatur zu lesen war für mich sehr einfach. Nun war es an der Zeit, in die Türkei zurückzukehren. Ich habe in vielen Teilen Anatoliens als Deutschlehrer gearbeitet. Ich habe das Dorf- und Stadtleben hautnah kennengelernt. Ich würde oft das Stadtleben in meine zukünftigen Geschichten und Romane einbeziehen. Meine erste Gedichtband erschien 1934 unter dem Namen Berge und Wind. Mein erster Roman, Kuyucaklı Yusuf, wurde 1937 veröffentlicht. Mit diesem Roman habe ich mir einen guten Ruf erworben. Das waren die Jahre, in denen ich sehr fleißig war. Je mehr ich arbeitete und produzierte, desto glücklicher war ich. Nachdem meine Lehrtätigkeit beendet war, begann ich in Zeitungen und Zeitschriften zu arbeiten. Große Aufmerksamkeit erregte die Zeitschrift Marco Pascha, die wir zusammen mit meinen engen Freunden Aziz Nesin und Rafat Ilgaz herausgegeben haben. Meinen anderen Roman, Madonna im Pelzmantel,
habe ich während meines Militärdienstes geschrieben. Dieser Roman von mir gilt als eines der wichtigsten Werke der türkischen Literatur. Die meiste Zeit meines Lebens verbrachte ich damit, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu wandern. Dadurch habe ich verschiedene Leute kennengelernt. Ich kann sagen, dass mein Leben ein Roman ist. Liebe Kinder, versucht neue Orte zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Wann immer ihr könnt. Schreibt auch in eure Tagebücher, was ihr gesehen und erlebt habt. Lest viele Bücher und lernt eine Fremdsprache. Die Begegnung mit verschiedenen Kulturen und das Erlernen neuer Dinge ermöglichen es euch, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen und im Leben erfolgreich zu sein.